Es ist schon wahrlich eine knifflige Situation, liebe Schwestern und Brüder, in die der Prophet Jesaja hier hineinspricht. Wenn sich zwei Reiche verbünden, um Jerusalem einzunehmen. Man kann das beschriebene Zittern hier gut verstehen. Es gibt vergleichbare Situationen, vielleicht sogar zunächst weniger bedrohlicher, wo wir beginnen zu zittern. Aber mitten in dieser kniffligen Situation ergeht das Wort an den Propheten, das er dem König auszurichten hat, am Ende mit diesem schönen Satz: Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, wie auch die Vetus Latina, also die altlateinische Übersetzung, übersetzen dieses Wort und verstehen es anders. Glaubt ihr nicht, so begreift ihr nicht. So versteht ihr nicht. Augustinus noch, der von Hieronymus darauf hingewiesen wird, dass das nicht eine ganz korrekte Übersetzung ist, bleibt trotzdem bei der Version, die ihm vertraut ist. Und eröffnet damit einen Raum für ein sehr tiefes Verstehen. Ich denke, wir können heute beides annehmen. Wir sollten nicht einfach etwas wegwischen, das man jahrhundertelang oder jahrtausendelang geradezu so verstanden hat. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Auch dafür wüssten wir vielleicht viele Beispiele. Aber es bedeutet auch, glaubt ihr nicht, so begreift ihr nicht, so versteht ihr nicht. Wir sind es gewohnt, das gegeneinander auszuspielen, Glauben und Verstehen. Beim Glauben geht es ja angeblich darum, nichts zu verstehen. Nein, es gehört alles zusammen. Glauben, bleiben und begreifen. Es führt uns auf den Weg, dass man sich um den Glauben mühen muss. Dass man sich eben nicht einem blinden Schicksal ausliefert, das scheinbar noch so bedrohlich ist, sondern sich wirklich müht, an Gott festzuhalten, im Begreifen dessen, was geschieht, was Gott uns anbietet, was er uns in seinem Wort zeigt und welche Richtung er unserem Leben geben will.